Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Coral Island. Wir wollen mal gucken, dass wir uns vielleicht wieder was anderes anziehen. Der Winter ist vorbei, da kann man dann auch mal locker flockig hier wieder das Outfit tragen. So, bitteschön, die Mütze kann auch wieder rein, die Schuhe, ja, müssen wir auch wieder reinlegen, denn wir haben jetzt ein komplettes Outfit wieder an. Ja, so sehen wir auch wieder arbeitstechnisch gut gerüstet aus. Wollen wir mal gucken, wir haben wieder Post bekommen. Hey Thomas, Emma hat gestern Abend Tacos zum Abendessen gemacht. Sie waren wirklich gut, also schicke ich dir welche. Liebe Grüße, Dipper. Vielen Dank für die Tacos. Die wandern direkt nochmal in den Kühlschrank. Ich glaube, die Pizza haben wir auch noch nicht verkauft. Aber die lassen wir sonst auch erstmal drin. So, die Tulpe wollen wir verschenken und die Koffer wollen wir aufbrechen. Deswegen geht es heute mal in die Stadt. Und hier ist Bronze fertig geworden. Wollen wir mal gucken. Wo liegen wir denn hier bei 7? Ja, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen nachrüsten. Das nützt alles nichts. Ein bisschen dafür sorgen, dass wir auf Vorrat was haben. Dann kannst du wieder rein. Da wird noch Silberessenz hergestellt. Ja, Leute, super. Wir brauchen uns nicht kümmern. Es wächst alles von selbst hier. Bei Zeiten vielleicht nochmal ein paar Sprinkler herstellen, einfach damit das dann nochmal schneller geht und wir vielleicht nochmal mehr Felder haben. So, wir kümmern uns um unsere Tierchen. Da wollen wir heute nochmal gucken, ob wir draußen Gras platzieren können. Das hat nämlich bisher noch nicht so gut geklappt. Ich war nämlich der Meinung, dass das Gras, was wir in der Truhe liegen haben, dass das dafür geeignet ist, das hier draußen zu platzieren. Aber ja, scheinbar funktioniert das nicht. Ja, Tiere wollen wir uns in diesem Jahr dann auch nochmal anschaffen. Wir haben ja den Stall hier schon vergrößert. Und ja, dass wir dann vielleicht irgendwann mal 8 Kühe haben oder sowas. Bringt dann auch nochmal mehr Geld rein. Gerade im Winter ist es wichtig, auch eine alternative Einkommensquelle zu haben und nicht nur die Pflanzen draußen. So, die Tiere sind versorgt. Wir können uns ja auf dem Hof auch gerade nochmal umschauen, was denn hier so passiert ist. Wir haben auf jeden Fall ein paar Bäume zu fällen. Das ist gut. Holz zu haben ist immer gut. Ja, wir haben den Winter auch gut genutzt und unsere Werkzeuge hier verbessert. Das war ja auch unser Plan. Und tatsächlich wächst hier gar nichts. Also es wachsen leider kein Gras irgendwo. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir das tatsächlich irgendwie aussehen müssen. Ja, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Um 9 macht der Laden erst auf. Mittwochs hat er geschlossen. So, wir haben eine Tulpe. Schaut mal, wer da steht. Haha. Ja, wollen wir verschenken. Das ist so cool. Ich danke dir. Und sonst, wie geht's? Den Frühling mit Suki zu verbringen hat Vor- und Nachteile. Vorteil, ich muss kaum sauber machen, weil sie einen enormen Putzfimmel entwickelt. Nachteil, sie ist noch herrischer und nervtötender als sonst. Ich zähle die Tage, bis endlich der Sommer beginnt, Thomas. Ja, das stimmt. Also nach dem Frühling beginnt dann auch der Sommer und man ist ja froh, nach dem Winter überhaupt, dass man mal wieder einigermaßen angenehme Temperaturen hat. Wobei der Frühling bei uns in Deutschland ja meistens davon geprägt ist, auch regnerisch zu sein. Aber soweit es in Richtung Sommer geht, desto schöner wird das Wetter natürlich auch. Da freut man sich immer. Da ist die Stimmung auch schon eine ganz andere. Ja, mit den Insektenfang müssen wir auch erstmal gucken, dass wir da wieder reinkommen. So, jetzt warten wir hier noch 10 Minuten, dann macht er auf. Sams lokale Produkte, ja, ist leider leer. (lacht)
Ja, jetzt merkt man das schon, dass das alles ein bisschen langsamer vergeht. So, Geschäft. Basis für Gras. Auf dem Hof einsetzen, um Gras wachsen zu lassen. Okay, das ist das, was wir brauchen. Das müssen wir kaufen. Ist sogar relativ günstig. Ich würde jetzt einfach mal ein paar kaufen. Ach, guck mal, Dünger 2 können wir hier mittlerweile auch schon kaufen. So, wir haben ein bisschen Geld noch übrig. Ich würde ganz gerne mal so 2 Bäume haben. Guck mal, der ist sogar zu teuer. Und mit den Bananensämlingen können wir auch nichts anfangen. Da bräuchten wir 1600. Das müssen wir dann nochmal auf die lange Bank schieben, bis wir ein bisschen Einnahmen generiert haben. Ja, was machen wir denn heute? Müssen wir mal gucken. Mine geht ja leider momentan nicht weiter. Beim Tauchen kommen wir auch nicht so richtig weiter. Ist natürlich schade, aber ja, wie gesagt, ich wiederhole mich, Early Access ist nicht schlimm. Wir haben ja schon auf jeden Fall ein grundsolides Spiel mit vielen Sachen. Da kann man auch ruhig noch ein bisschen warten. So, platzieren wir da mal ein. So, dann kann das Ganze hier hoffentlich ein bisschen wachsen. Und hoffentlich reicht der Bereich auch für die ganzen Tiere aus. Wenn nicht, dann können wir halt das Mauerstück unten noch mal ein bisschen versetzen, weiter nach unten vielleicht. Ja, also ausreichend in dem Sinne, wenn die Tiere jetzt hierher gehen und fressen, dass das ja dann auch gesund wieder nachwächst, also so ein bisschen nachhaltig ist. Da wollen wir mal ein bisschen drauf achten. Was brauchen wir denn eigentlich? Also Bronzeerz haben wir, Silbererz haben wir. Silbererz könnten wir vielleicht nochmal ein bisschen nachholen, obwohl wir haben ja auch 22 Barren. Bronzeerz können wir vielleicht ein bisschen nachholen. Schnelle Übertragung, zack, weg ist es. Und hier Basis für Gras würde ich dann auch mal hier mit reinlegen einfach, damit wir es haben. Und die Narzisse können wir dann vielleicht auch nochmal verschenken. So, die Milch und die Mayonnaise wandert wieder rein. Verkaufen wir. Und ja, die Mühle würde ich halt ganz gerne nochmal irgendwo anders platzieren. Müssen wir nochmal gucken, wo die am besten hinpasst. Irgendwo hier unten wäre ganz cool. Ja, oder hier oben irgendwo. Ja, gehen wir mal in die Mine. Da ein bisschen schauen. Oh. Komm schon, wo bleibt es? Quack. Ich bin gleich bei dir, Kleiner. Ich habe die Leckereien gefunden. Fun Bucket. Ich bin schon unterwegs. Thomas, ich habe nicht gewusst, dass du dort warst. Tut mir leid, der Laden ist bis auf Weiteres geschlossen. Ja, was geht hier vor? Das ist Fun Bucket, meine Hausente. Sie ist angeschlagen. Quack, quack. Ich komme, kleiner Junge. Ach, da hinten, ja. Jetzt sehe ich's. Kriegt ein bisschen was zu essen. Los geht's, Kleiner. Deine Ente trägt einen Helm. Ich wusste nicht, dass Enten krank werden können. Na, wahrscheinlich habe ich mir nie wirklich darüber Gedanken gemacht. Klar können sie das und lass dir gesagt sein, dass es nichts Schlimmeres gibt als eine Ente mit einer Erkältung. Letztes Mal haben wir eine ganze Packung Taschentücher verbraucht, bevor es vorbei war und dieses Getröte, ich sag's dir. Quack, quack. Siehst du, für gewöhnlich lässt sie ein süßes, gesundes Quark hören, aber jetzt kommt nur dieses traurige Quark. Ich glaube, sie hat schon wieder eine Erkältung. Ich hoffe, dieses Mal ist es nicht allzu schlimm. Ich habe sie, seit sie klein war, ich habe sie, seit sie ganz klein war, weißt du. Jetzt ist Fun Bucket natürlich schon reifer, aber sie ist ein zähes altes Mädchen, sie schafft das schon.
Arme Kleine, sie ist den ganzen Tag auf ihrem Lieblingsplatz in der Sonne gelegen. Sie braucht nur ein wenig liebevolle Pflege und eine kleine Ruhepause. Dann ist sie im Handumdrehen wieder auf dem Patschfüßchen. Du wirst schon sehen. Ja, Quok. Ja, schön, wie Ben sich hier um die kleine Ente kümmert. So, wir können ein bisschen Wasabi sammeln. Gucken wir hier gerade nochmal rüber. Das kleine Stück. Ja, da wollen wir natürlich auch nochmal reinschauen. Zack, kriegen wir nochmal einen Morchel raus. Und dann machen wir vielleicht hier in diese Richtung nochmal kurz einen Abstecher. Ja, wir müssen mal gucken, ob das jetzt so mit der Zeit irgendwie hinhaut. Wir haben das jetzt auf, was war es, 70%? Genau, Spielzeitgeschwindigkeit 70%. Ja, um die Hälfte wollte ich das jetzt nicht reduzieren. Ich glaube, das ist zu viel. Genau, und wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen Bronzeerz nochmal sammeln. Deswegen gehen wir hier mal rein. Fangen wir bei 20 an. Ja, ich sammle jetzt Bronze, weil wir ja auch noch ein paar Barren verarbeiten müssen. Deswegen wird das Erz auch wieder weniger. Von Silber haben wir so viele Barren. Da könnten wir dann irgendwann nochmal ein bisschen Silbererz sammeln gehen. Aber zuerst würde ich mich ganz gerne nochmal auf ja, Bronze ein bisschen konzentrieren. So, der findet nichts. Jetzt sind nochmal Kisten. Ja, da ist nichts drin. Ja, und dann suchen wir wieder den Ausgang nach unten. Ihr kennt das Spiel ja schon. Steindomino tritt auch mal auf. Das dauert ja wieder Jahre hier, bis der Ausgang mal kommt. Manchmal muss man ein bisschen warten, bis Steindomino kommt. Erdgeonen. Ja, das ist auch immer super, wenn wir die bekommen. Können wir auch aufbrechen, sind manchmal nützliche Sachen drin. So gerade fürs Museum. Interessant. So, ein paar Spinnen. Die werden uns nicht gefährlich. Wilde Samen. Ist auch mal gut, wenn wir das finden. Bin mal gespannt, was wir zum Winter hin dann für wilde Samen nachher haben. Also wie viele davon. So, da oben. Ja, ich weiß nicht, ob da noch was ist. Wollen wir da auch nochmal lang gehen? Weil, wenn wir schon in der Mine sind, können wir die Feuerarcharze auf jeden Fall auch wieder verkaufen. Das bringt auch ein bisschen was. Guck mal, er hat noch was verloren hier oben. Sandstein. Und Spinnfell. Ja, ansonsten ist hier nichts. Und weiter geht's. Ja, schön, dass man die Geschwindigkeit des Tages so ein bisschen selber einstellen kann. Dann hat man für alles auf jeden Fall einfach ein bisschen mehr Zeit und muss sich immer nicht so beeilen. Das artete teilweise schon wirklich so ein bisschen in Stress aus. Gerade wo wir so viele Pflanzen hatten und das alles so selber noch gießen mussten. Ich bin echt froh, dass wir den Winter so gut nutzen konnten. Dass wir auch unsere Werkzeuge verbessert haben, dass wir die ganzen Sprinkler herstellen konnten. Dass wir überhaupt silbernen Seetang gefunden haben. Hat ja auch lange gebraucht, bis wir da mal drauf kamen. Aber das läuft. So, da oben ist Erz, da wollen wir hin. Guck mal, hier ist nichts sonst. Da oben ist noch ein Edelstein. Auch gleich nochmal gucken, dass wir uns den holen.
Hier, die Spinne kommt hinterher, die sucht Stress. Na gut, dann nehmen wir den auch noch mit hier, weil es so schön ist. Okay, da kommt schon direkt der Ausgang, sehr schön. Da müssen wir nicht lange suchen. Und ja, der Steindomino, der war auch super. Ging gleich ein paar Steine kaputt. So, auf der Ebene sind meistens keine Gegner. Wenn der Fahrstuhl wieder kommt. Ich weiß nicht, ob sich das auch noch irgendwann vielleicht ändert. Muss man mal gucken. Hier ist auf jeden Fall schon mal der Ausgang wieder. So, was haben wir hier unten noch? Noch irgendwo ein Edelstein? Sieht nicht so danach aus. Ja, die Kisten lassen wir mal in Ruhe. Dann gehen wir weiter nach unten. Ja, das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil jetzt, wenn man sich das mit der Zeit einstellen kann. Man verbringt natürlich auch länger in der Mine. Im Endeffekt sammelt man dann halt mehr, was ja auch nicht schlecht ist. Aber sonst waren wir immer so ein bisschen limitiert von der Zeit her und sind dann irgendwann mal rausgegangen. Jetzt dauert das alles natürlich ein bisschen länger. Aber ja, im Endeffekt haben wir eigentlich dann auch mehr Zeit, natürlich Ressourcen zu sammeln, was auch wieder nicht schlecht ist. Ja, und es gab noch einen Tipp zum Thema Angeln. Es gibt wohl Bereiche, in denen Fische mehr oder häufiger beißen als in anderen Bereichen. Und ein guter Angelbereich für den Anfang soll auf jeden Fall sein, der Steg, an dem wir am Anfang angekommen sind hier auf Goal Island. Da werden wir dann bei Zeiten auch nochmal vorbeischauen, dass wir mal ein bisschen angeln und unseren Angelskill so ein bisschen fördern. Ja, das muss auch sein. Wir wollen ja auch breit gefächert uns aufstellen, dass wir alles so ein bisschen können. Und die Zeit dafür haben wir auf jeden Fall. Jetzt, ja, da wir uns nicht mehr um die ganzen Pflanzen kümmern müssen, sondern nur noch um die Tierchen. Ich weiß auch gar nicht, was wir für mehrere Sprinkler jetzt noch bräuchten. Da können wir auch nochmal nachschauen, wenn wir wieder auf dem Hof sind. Dass wir uns da vielleicht sogar nochmal erweitern. Viel hilft viel nach dem Motto. So, Feuerchart hier unten. Direkt mal weghauen die Sachen. So, Spinnen. Gleich zwei Stück auf einen Streich hier. Zack. Ich hoffe, das war jetzt nicht die einzige Kupferader hier auf der Ebene. Das ist ja wirklich nicht so viel. Ja, aber was ich so jetzt für mich herausgefunden habe, dass pro Ebene immer nur so eine Kupferader oder Silberader da ist. So wie jetzt hier auch. Und dann kann man eigentlich schon immer gucken, dass man wieder nach unten geht. Außer Edelsteine, die könnten halt auch nochmal auftreten. Ich hoffe, das wird halt auch nochmal geändert, dass man hier ja, mehrere Adern irgendwo so hat. Und nicht immer nur eine pro Ebene. Das finde ich dann doch schon ein bisschen wenig. Ich meine, wir kommen auch so gut klar, aber wäre halt schöner, wenn man da ein bisschen mehr sammeln kann. So, wie sieht's hier aus? Spinnen über Spinnen. Ja, gesundheitstechnisch stehen wir noch ganz gut da. Haben gerade die Hälfte der Gesundheit eingebüßt. Okay, 160 haben wir jetzt noch. Aber die Spinnen sind schon mal wieder weg. Ja, hier ist kein Erz vorhanden. Müssen wir mal weiter nach unten gehen, ob wir da noch was finden. Ja, da ist was. Sehr schön. So Leute, es ist 18 Uhr. Ich würde sagen, wir machen uns mal langsam auf den Rückweg. Reicht dann auch. Bisschen Erz haben wir ja gesammelt. Willst du die Mine verlassen? Jo. Ja. Die Bereiche werden dann auch irgendwann mal geöffnet, die anderen Minen. Da findet man dann nachher noch Golderz und ich weiß gar nicht, was das vierte Erz dann nachher ist. Müssen wir mal schauen. So, schnelle Sortierung, alles rein da, was wir nicht brauchen. Die Feuerarcharts können verkauft werden und
Ach, guck mal, hier wird es auch direkt angezeigt, dann Frühlingstruhe. So, Wasabi haben wir hier schon drin, fünfmal. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier die anderen Qualitäten auch noch sammeln müssen. Lass uns das mal hier reinlegen, dann kriegen wir ein bisschen Geld. Feuerarcharz gehen auch weg, der Morchel kann weg. Erdgeode, mysteriöse Geode. Ja, müssten wir eigentlich auch irgendwann mal verkaufen, damit wir zumindest wissen, was wir dafür bekommen. Ich würde sie aber tatsächlich gerne aufbrechen lassen. Ja, macht jetzt für mich ein bisschen mehr Sinn. So, wir wollten noch mal gucken, was der Sprinkler kostet. Was brauchen wir da? Silbernen Seetang. Also silbernen Seetang müssen wir auf jeden Fall mal sammeln. Macht ein bisschen mehr Sinn sogar als Bronzeerz, glaube ich. Und bei den Bäumen unten wollte ich noch mal gucken. So, wir haben wieder sehr viel Energie noch übrig. Okay, hier ist nichts neu gekommen. Ja, vielleicht können wir ja jetzt noch mal schnell tauchen gehen. Schon mal hier sind auf der Ecke. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Oh, wir haben wieder ein Buch gefunden. Der merkwürdige Lotus von Coral Island. Ja, leider können wir die Bücher noch nicht nachlesen in der Bibliothek. Das wird auch erst noch implementiert. So, wir wollen tauchen und dann sammeln wir noch ein bisschen silbernen Seetang hoffentlich. Damit wir da bei Zeit noch mal ein paar Sprinkler herstellen können. Da, guck mal, da finden wir schon mal was. Sehr schön. Haben wir hier oben auch noch silbernen Seetang? Weiß ich jetzt gar nicht. Gucken wir mal kurz. Oder geht hier das mit Bronze schon los? Nee, Silber ist noch da. Wunderbar. Ja, das hat sich doch jetzt schon gelohnt. Also so ein Stündchen, zwei Stunden mal tauchen gehen kurz. Kann man zwischendrin dann auch mal machen. Ja, geht aber auch nur, wenn wir wirklich so viel Zeit zur Verfügung haben. Guter Tipp auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal. Gehen wir mal in den Bereich hier. Ja, sehr schön. Nehmen wir alles mit. Und hier haben wir auch nochmal wieder ein paar Sachen zum Verkaufen. Ja, einziges, was schade ist hier bei der Schnellsortierung der Kisten, dass man nicht dann auf Anhieb sieht, ob man jetzt schon über 5 kommt. Wir haben uns ja so ein bisschen für uns festgelegt, das Limit von 5 zu haben, von 5 Gegenständen, die wir so sammeln wollen. Ja, wenn wir drüber kommen, ja, dann müssen wir halt in der Truhe dann nochmal gucken, dass wir die restlichen vielleicht wieder ins Inventar packen und dann verkaufen, damit wir da halt auch mal hier und da an Geld kommen. Das wäre jetzt so der einzige Nachteil eigentlich von dieser Funktion, aber ansonsten ist das ein super Ding. Man braucht dann ja überhaupt gar nicht im Inventar stöbern, was man da jetzt noch reinlegen braucht, was nicht. So vermeidet man dann vielleicht auch, dass in einigen Kisten zweimal der Gegenstand vorhanden ist, was dann auch wieder Platz wegnimmt. Ja, und gerade hier bei den Muscheln zum Beispiel, ja, auch wichtig, wenn man so viele verschiedene sammelt, wie wir, dann ist das schon eine tolle Funktion. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Beziehung mit Alice leider nicht mehr steigt. Also wir schenken ihr immer mal wieder Blumen, aber wir bleiben auf der Hälfte von dem Herz immer stehen jetzt momentan. Vielleicht ist da auch schon wieder ein Limit gesetzt. Ja, das hätte ich noch gerne erlebt, dass wir dann vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen können. Und eine feste Beziehung mit Alice führen können oder vielleicht sogar ja eine Heirat in Aussicht stellen. Dass sie bei uns einzieht, dass man dann Kinder bekommt. Und ja, unser Haus konnten wir ja bisher auch nur einmal erweitern.
das wird bestimmt auch noch mal implementiert, dass man da mehr erweitern kann, ein größeres Haus bekommt, mehr Räume. Ja, es ist schon spät, aber wenn wir uns jetzt auf den Rückweg machen zum Anker, dann ja, verschenken wir ja eigentlich Zeit, in der wir noch so sammeln können. Der schickt uns ja von selbst raus. Deswegen ignoriere ich das jetzt hier einfach mal. Ja, da schickt er uns raus und jetzt geht's ab nach Hause. Gut, Leute. Ja, dann sortieren wir die Sachen nochmal weg. Würde ich sagen. Hier können wir auf jeden Fall mal alles eigentlich einsortieren. Guck mal, 62 silbernen Seetang haben wir schon wieder. Ich glaube, das sind 6 Sprinkler. So, wie sieht's aus mit den Muscheln? Guck mal, hier können wir jetzt nochmal eine reinlegen. Ich glaube, sonst haben wir nämlich eigentlich alles. Guck mal, hier haben wir jetzt eine zum Verkaufen, da 2. Da eine. Also das ist das, was ich meine. Das wäre so der einzige Nachteil, der mir jetzt einfallen würde. Dass man dann im Endeffekt hier trotzdem nochmal wieder gucken muss und die Sachen rausnimmt. Weil man sie verkaufen möchte, statt zu lagern. Wir wollen ja auch nicht zu viel uns horten. Denn das soll auch ein bisschen Geld bringen, was wir hier machen. Ach guck mal, die verkaufen wir zum 1. Mai jetzt sogar. So, alles weg. Alles weg hier. Ja, der Seepilz kann auch weg. Guck mal, die Tulpe haben wir noch gar nicht verkauft. Machen wir jetzt einfach mal, dann ist sie weg. Eine Narzisse und Raps haben wir sonst auch noch. Ich glaube, Raps hatten wir aufbewahrt, weil man daraus dann mal Öl herstellen kann. Ne? Genau, das haben wir hier. So, und die wilden Samen, die wandern dann auch nochmal in die Truhe hier unten. 3 Stück. Ja, zum Schmied müssen wir auf jeden Fall mal. So, lass uns noch mal kurz gucken. Ach, guck mal, 5 silberner Seetang wird sogar nur benötigt und Schrott. Schrott, Schrott, Schrott müssen wir mal wieder herstellen. Wir haben gar nicht mehr so viel Müll. Müssen wir uns mal drauf konzentrieren, dass wir wirklich vielleicht mal Müll sammeln gehen. Ja, das soll erstmal reichen hier für den heutigen Tag. So, und wir gucken, was der Tag gebracht hat. Ein bisschen was haben wir ja gesammelt hier und abgegeben. 3.319 Münzen, sehr schön. Hier Wasabi, Morchel, Tulpe, die Tierzucht, Bergbau mit den Edelsteinen. Das Tauchen hat auch gut was gebracht. Ja, also dafür, dass wir da jetzt nur so 2-3 Stunden tauchen waren, haben wir schon gut was gesammelt und hier die Mayonnaise. Ja, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Bis dahin.